Damit schauen wir zu unserem Russland-Korrespondenten. Unser Blick geht zu Christoph Wanner nach Moskau. Einen schönen guten Morgen, Christoph. Sogar Kreml-kritische Stimmen attestieren den Russen inzwischen, dass sie die Initiative im Krieg zurückerobert haben. Ist das so? Und wenn ja, wie ist ihnen das gelungen? Ja, es hat mich jetzt tatsächlich auch überrascht, so eine Analyse aus dem Mund eines Kreml-kritischen Politologen zu hören. Kirill Rogow hat da gestern Kreml-kritischen Journalisten auch ein Interview gegeben auf YouTube, auf dem Kanal Zhivoy Gvozd. Und hat doch tatsächlich gesagt, dass er auch der Meinung sei, dass die Russen in diesem Krieg gegen die Ukraine die Initiative zurückgewonnen haben. Und zwar sei es gelungen, die Mobilmachung doch sinnvoll zu gestalten. Also Putin hat ja eine Teilmobilmachung angeordnet vor einigen Monaten und 300.000 Reservisten eingezogen. Da gab es natürlich große Probleme, auch mit der Versorgung, mit der Ausbildung dieser Männer. Aber unterm Strich ist es wohl doch gelungen, viele dieser Kräfte sinnvoll in die russische Truppe einzubinden. Punkt zwei ist, dass es Wladimir Putin und seinen Streitkräften auch gelungen ist, der ukrainischen Energieinfrastruktur einen heftigen Schlag zu versetzen. Seit dem 10. Oktober haben die Russen 9 Angriffswellen auf die kritische Infrastruktur geflogen, also auf Elektrizitäts-, Wärmekraft- und Wasserwerke. Und das hat ja auch zu heftigen Schäden geführt. Und jedes Mal nach jedem Angriff wird es für die Ukrainer schwieriger, die Infrastruktur wieder einigermaßen herzustellen. Und das Dritte ist, was Putin gelungen ist, so Kirill Rogow, durch seine Atomdrohungen, also die Drohung mit den Atomwaffen, mit der Atomkeule, konnte der Kreml-Chef bisher verhindern, dass die USA und ihre Verbündeten moderne Kampfpanzer und moderne Kampfjets an die Ukraine liefern. Und so haben die Russen innerhalb des letzten Monats die Initiative zurück. Sie greifen im Donbass doch auf großer und breiter Front an. Und das ist, so der Politologe, doch durchaus eine Überraschung. Was aber nicht heißt, dass sich das Blatt auch wieder wenden kann. Und es kommt eben, und das ist jetzt meine Ergänzung, absolut stark auf dem Westen an. Solange die USA und die Westeuropäer liefern Waffen, Geheimdienstinformationen und Geld, wird der Widerstandswille der Ukrainer nicht zu brechen sein. Und es ist einfach offen, wie es in diesem Krieg weitergeht. Dass Moskau heute die Initiative hat, muss nicht bedeuten, dass Wladimir Putin auch morgen oder übermorgen die Initiative hat. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.